Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Star Wars Battlefront 2 Bilambas Custom Maps. Diesmal kommen wir zu einer Map, die habe ich damals noch sehr, sehr gerne gespielt, weil die ist einfach sowas von extrem aufwendig gewesen. Das fand ich schon damals ganz toll. Wir machen hier die Klonkriege Jedi-Tempel, und das ist nicht einfach der Jedi-Tempel, der bei Coruscant hier vorhanden ist mit Auftrag 66. Er ist einfach so viel besser, das kann ich euch jetzt schon sagen. Starten wir einfach, ihr werdet das einfach sehen. Allein der Ladescreen sagt doch schon aus, was das für eine Map werden wird. Diese Map ist gigantisch und so detailreich. Ich bin begeistert, ja. Wahnsinn. So, legen wir los. Wir spielen die KOS, das heißt die Jedis. Und wir haben hier halt jede Menge verschiedene... Wir nehmen einfach mal die Glatze. So, leider hat sich das Spiel aufgehangen, gerade als ich es ausgewählt habe. Verrückt. Wir treffen auf einen einzigen Kommandoposten. Und von da kommen sie, von außen. Wir sind eigentlich gerade alleine, während alle unsere Mitstreiter gerade kommen. Oh, fuck. Wir müssen es also dagegen wehren. Sind nur mit dem Laserschwert bewaffnet. Und da sind halt richtig krasse Klone dabei. Das ist nämlich das Geile daran. Klon-Assassinen. Und die haben uns mit einem Schlag haben die uns niedergemacht. Das ist einfach total krank. Dann nehmen wir mal den Jedi Brute. Der ist sau langsam. Rastet aber extrem aus von den Attacken her. Und damit können wir die erdenkliche Einheitenzahl freischalten direkt. So. Wir nehmen den Jedi-Meister und hallo, Baby. Und da ist halt auch ein ganz neuer Held dabei. Das ist richtig toll. Und dieser Jedi-Meister hat einfach eine Mischung aus, also so ein Mace Windu-Verschnitt, ohne viel zu rennen. Das ist einfach so ein Mix aus den ganzen Helden. Das ist richtig geil gemacht. Verpisst euch. So, ich werde euch den Helden zeigen. Was war das jetzt? F1? So. Ich kenne ihn nicht, Syndralic, aber er kann auch... Warum hat er so ein... Das ist geil, er hat ein Schild. Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach total geil. Wie ein Druidiker. Ich kenne ihn nicht, also schreibt mal in die Kommentare, falls ihr ihn kennt, woher. Der Schatten ist aber auch geil, ey. Slenderman Revival oder was? Wenn die uns schlagen, haben wir eh die Arschkarte, ne? Aber der Schild, der senkt sich auch fast gar nicht, ne? Der sinkt nicht von automatisch. Das ist richtig geil. Naja. Wir sollten ihn so gut wie möglich nutzen. Ich zeige euch natürlich noch viel weiteres. Wir machen mal den Jedi Meister hier. Es brennt. Gut zu wissen, dass es jetzt brennt. Also diese Map ist einfach riesengroß. Das ist einfach der Wahnsinn. Man sieht zwar keinen Umriss auf der Karte selbst, aber es ist einfach genial gemacht. So sollte ein Jedi-Tempel aussehen. Ich meine, es gibt zwar nur das eine Highlight von wegen die Treppe hoch und dann gekämpft, aber das ist natürlich eine Statue von Syndralic. Es brennt an einer Stelle. Das ist einfach der Wahnsinn. So eine coole, große Map. Die ist komplett custom. Hier ist nichts, was ihr schon mal gesehen habt, Leute. Außer vielleicht die Druiden und die Kommandoposten. Ui. Scheiße, ich bin mit dem Laserschwert. Ja, die Klonassassinen sind echt gefährlich. Die brauchen nur einen Schlag, um uns zu erledigen. Ja, oder die Geschütze eben. So, Jedi-Brut habt ihr schon gesehen. Jedi-Sniper. Zeige ich euch jetzt mal. Das ist, der hat eigentlich das Laserschwert so wie unser geliebter, ja, ist er, Starkiller aus Star Wars The Force Unleashed. Hat eigentlich aber nichts Besonderes, der Jedi-Sniper, ne? Also, seht ihr selbst. Viel drauf hat das nicht. Xyndralic ist frei. So, wir werden jetzt aber gleich auch mal zu den geliebten Klonen wechseln. Am besten direkt jetzt. Dout, bitte, Dout. So, und da gibt's den Klon-Assassinen, den Klon-Trooper. Wir nehmen Lord Vader. Die Republik
Lord Vader, weil er jetzt zum Zeitpunkt des Filmes auf jeden Fall schon längst zur dunklen Seite der Macht übergegangen ist, dann können wir jetzt auch mal nach hinten gucken, was es da gibt. Also wie gesagt, diese Map ist einfach der Hammer. Ladet euch die runter, die ist echt wert. Zum Kämpfen genial. Wir gucken mal, was es da ganz hinten gibt. Ich komme gar nicht hoch, ey. Schrecklich. So. Ah, der schöne Überstrahleffekt. Schön. Seite der Macht, haben sie gesagt. Das Kekse. Naja. Wo wollt ihr hin? Was macht ihr da? Kämpfen ist auch geil. Aber gegen andere Jedis zu kämpfen, das habe ich immer so Probleme bei. Ja, ja, deswegen. Verpisst euch! Ah! Dem Umhang ist er eh Killer überhaupt, ey. Achso, hallo. Ja, kommt da noch einer? Kommt der gar nicht hoch, oder was? Die kommen ohne Witz hier nicht hoch, kann das sein? Oh, schade. Der Jedi-Brute ist heftig, da muss man echt drauf achten, dass der hier nicht zu weit nach vorne kommt, weil der steckt enorm viel ein. Wäre geil, wenn die Leichen liegen bleiben würden. Boah, wie geil wäre das denn jetzt gewesen, Leute, oder? Das wäre richtig geil gewesen. Also wir gucken uns jetzt noch ein bisschen anders die Map an. Boah. Scheint mir nicht gerade schön auszusehen. Ah, ist doch nur Himmel. Ich dachte schon, was ist das denn? Was? Instant Kill, ist klar. Ihr Arschkrampen. Ja, ist schon eine geile Map. Also die müsst ihr euch auf jeden Fall runterladen, Leute. Es lohnt sich. Ja, mit den zwei Schildern geht... Schildern. Schwertern geht ganz schön ab, muss man wirklich sagen. Ich hab Hunger. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Und Anakin hat enorm viel Energie, merke ich gerade. Wird ja kaum aufgefüllt von den Gefäßen hier. Hier kommt man echt gar nicht hoch. Kann man echt vergessen. Aber ich will jetzt nicht nur mit dem hier durchragen. Ich zeige euch mal den Klon-Assassin. Bams. In Pink ist jetzt nicht so mal. What the fuck? Allein wie der hier austeilt. Oh, was zum Teufel? Der ist ja mal richtig krank. Was zum Teufel? Er hat sogar ein Schild! Was ist das für eine unnormale Missgeburt? Das ist ja unfassbar, ey. Alter, der hat auch noch so unerschöpfliche Ausdauer, das ist unfassbar. Ist das krank.
Verpiss dich. Der kann sogar sein Schild. Was? Ist das eine kranke, abnormale Scheiße hier? Diese Map ist geil, Leute. Ohne Frage. Und der kann sogar so springen. Willst du mich verarschen? Das ist der Überklon überhaupt. Scheiße. Auch noch nicht erlebt, dass diese Map hier mich so flashen kann. Das ist einfach so krass, ey. Boah, ey. Nee, Leute, was ist hier los? Was ist hier los? So. Ja, ja, seid ihr mal ruhig. Der war. Ist das geil? Der weicht ja auch kaum zurück davon, ey. Der geht nur ein bisschen zurück und das war's. Wie geil. Das Schild lädt sich sogar wieder auf. Das ist der krasseste Typ seit Anakin Skywalker. Echt. Piss dich. Fette Qualle. Ja, Leute, dann war's das für diesen Part. Download-Link ist wieder wie immer in der Beschreibung, das wisst ihr. Wow, wow, wow. Man schaltet ja auf jeden Fall wieder ein, denn es werden noch einige geile Maps kommen. Ich will die 100 Part-Marke voll machen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Part wieder. Von Star Wars Battlefront 2, Bilambas Custom Maps. Bis zum nächsten Part und ciao.